Willkommen zurück bei dieser Mission hier, die wir auch somit erfolgreich abgeschlossen haben. Und es folgt eine nette Videosequenz, die meinen Angriff zeigt mit Werwölfen. Doch der Gegner natürlich Lasertürme, die mögen meine Werwölfe gar nicht. Aber dafür habe ich natürlich meine Titans anvisiert, lockt und Abschuss. Da haben die Lasertürme gar keine Chance. Das kennen wir auch schon vom Einsatz. Und das war die Mission. Und wir haben 30% Effizienz. 10% mehr als beim letzten Mal. In 9 Sekunden stimmt natürlich nicht, weil das ist nur, weil ich jetzt neu geladen habe. Verluste bin ich den Haus noch überlegen. Im positiven Sinne natürlich. Das gefällt mir und jetzt kommt eine Videosequenz, bei der ich meine Klappe halte. Wir müssen erst in das Ding reinkommen. Erst dann wissen wir, wovon wir reden. Dieses UFO birgt Geheimnisse, Mac. Und die will Kane nicht mit uns teilen. Oberste Priorität gilt dem Schutz des Schiffes. Genau, damit wir uns dieses UFO vornehmen können, müssen wir es verteidigen gegen die Nordtruppen, die mich jetzt zuhauf angreifen werden. Also eine reine Abwehrmission und mal hören, was Eva dazu zu sagen hat. Vorsicht! Die Bruderschaft wird mit Sicherheit versuchen, das UFO zu zerstören. GDI-Verstärkungen sind unterwegs. Sichern Sie die Absturzstelle, bis die Verstärkung eintrifft. Gut, damit ist die Aufgabe klar und dann können wir ja loslegen. Ich ne, kein Sani. Oh, geh du mal dahin und du. Dahin und du. Dahin. Hier ein bisschen hoch. Boah, das wird wieder eng. Ey, wo ist mein zweiter Basisturm? Scheiße. Hab ich den schon verloren? Das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht schon von Anfang an zu so bedrängend zu sein. Oh shit. Ich glaube, ich brauche die nicht. Ich verkaufe die lieber, solange die noch Geld geben. Jetzt könnte natürlich sein, dass es hier langsam geht, aber da scheiße ich gerade noch drauf. Ich habe eh nicht massig Geld. Irgendwann geht's zur Neige und dann ist Schluss. Ah, ich krieg Verstärkung, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, jetzt endlich. Hier unten habe ich eigentlich kaum was zu tun, da muss ich mich kaum drum kümmern. Da kommen ganz selten mal welche. Mal besuchen, aber... Oh, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Weg damit. Wenn ihr da weggeht, dann seid ihr auch in Sicherheit. Dankeschön. Boah, das könnte ein schwierige Mission werden. Denn gerade gegen Ende kommen sie nochmal ganz schön verstärkt. Mit einer Menge Fahreinheiten. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist, den Ingenieur hier hinzustellen. Hier kommt auch später nochmal so ein Maulwurf. Das werden wir sehen. Oh, noch 9 Minuten. Shit, er kommt schon wieder. Wenn der Computer nicht so blöd wäre und seine Truppen hier sammeln würde, einfach mal ein paar Minuten dann alle auf einmal drauf, dann hätte ich keine Chance. Oh, und hier wird es langsam knapp. Aber ich glaube, das muss ich nicht noch aufrüsten hier. Hier habe ich genug Verteidigung. Ich brauche hier oben viel mehr. Definitiv. Und der ist schon wieder fast am Verrecken, der Turm. Wo ist noch mein zweiter hin, Mann? Gleich am Anfang weggebolzt. Alles gar nicht schön. Ja, es gewittert und gewittert. Die Wolken mögen es nicht, wenn man sich um UFO-Teile da streitet. So scheint es jedenfalls. Oder die Aliens haben die Wolken unter ihrer Kontrolle. Aber ich muss auch aufpassen, diese Blitze beschädigen nämlich auch manchmal das Wrack und dann muss ich schnellstmöglich einen Ingenieur reinschicken, der das reparieren kann. Von denen habe ich schon... Oh, ich kann bauen.
Darf ich nicht vergessen, auf keinen Fall. Ja, und eine schöne Ruhephase gerade. Und das bei einem Schwierigkeitsgrad schwer, das wundert mich doch sehr. Lang ist es her, dass ich so eine Ruhephase hatte. Oh. Oh. Nein, da ist es. Ich habe gewusst, irgendwann kommen sie. Sie gehen aber nur aufs UFO, nicht auf meinen Ingenieur. Dann soll der mal so tun, als ob er nicht gar nicht da wäre. Und ich glaube, dann... Opfer stehen. Oh shit, wird es knapp. Hallo, schneller. Scheiße, von da auch noch. Was seid ihr denn für welche? Bauen. Ach du Scheiße. Geh einfach mal rein. Oh, jetzt kommen sie von allen Seiten wieder. Klasse. Wie ich das liebe. Kommt schon. Jetzt hoch. Jetzt hoch. Die drei schaffen es hoffentlich alleine. Ja, vier jetzt. Okay, die Situation ist unter Kontrolle. Oh Moment, wo ist der dritte Ingenieur? Da ist er. Was macht der für einen Scheiß? Du sollst hier reingehen. Solange es noch geht. Oh, alle auch. Wenn es so, mich so blöd wäre, das Teil und mich überfahren würde, hätte ich keine Chance. Aber das macht es nicht. Da habe ich ganz andere Erfahrungen, aber das gefällt mir natürlich. Oh shit, oh shit, oh shit. Nicht verkaufen, auf keinen Fall. Nein! Was haben sie getan? Mein schöner Basisturm. Oh shit, jetzt wird's ganz schön eng. Wow. Komm, wir sind zurück. Jetzt bin ich hier unten viel besser geschützt als hier oben fast. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Das wird die enge Kiste. Aber noch 4 Minuten, dann wäre es geschafft. Komm schon. Gleich kommt der Großangriff, der letzte Großangriff von ihnen. Meines Wissens kommen da eine Menge Motorräder, Not-Mods, auf mich zu. Und wollen versuchen, im Kamikaze-Stil hier aufs Uferwrack loszustürmen. Oh, ganz viele Cyborgs. Das habe ich gar nicht gern. Die können mir ganz schön gefährlich werden, die Viecher. So einer kann bestimmt mindestens 3 meiner Infanteristen besiegen. Dementsprechend ist er auch teuer, wenn man ihn mal bauen könnte. Aber er gefällt mir durchaus. Selbst wenn der Körper weg ist, kämpft er noch weiter mit seinem Kopf. Der gibt nicht so leicht auf. Oh, und langsam kommen sie. Und ich wundere, dass ich bis jetzt Geld hatte. Das ist unglaublich, dass ich so lange bauen kann. Das bin ich gar nicht gewohnt. Und jetzt schnell. Gibt es nochmal Geld? Yes! Perfekt. So soll das sein. Oh, 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 oh. Ich habe keinen Basisturm mehr hier. Das ist scheiße. Das ist ganz schön deprimierend, denn ich glaube, ich muss die Mission nochmal machen. Aber wir werden ja sehen. 2 Minuten, komm schon. Das muss doch zu schaffen sein. Dann kommt die Verstärkung hier, ein paar Titane und Werwölfe per Luftpost. Und dann wäre es eigentlich so gut wie geschafft. Bauen, 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 bauen. Ich baue lieber Infanteristen als Grenadiere, weil die eher mit Fahrzeugen am Ende kommen, als mit lächerlichen Menschen, die mir nicht viel anhaben können hier. Am schlimmsten sind immer noch diese Maulwürfe, die aus der Erde kommen und dann ihre Einheiten abtransportieren lassen. Ah, das sieht gut aus, die sind ziemlich zurückhaltend. Weiß nicht warum. Vielleicht haben sie gemerkt, sie haben keine Chance gegen mich. Oha, jetzt kommen sie unten nochmal. Dass so viel von unten kommt, bin ich nicht gewohnt.
Oh, jetzt kommen sie oben mit ihren Fahrzeugen. Na? Schafft ihr das auch? Wow. Hilfe, was war das? Alles ist wieder normal. Oh. Oh shit, was war das? Ihr müsst einfach... Oh shit. Oh nee, 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 nee. Jetzt habe ich keine Chance. Hab ich ja jetzt. Jetzt krieg ich ja Verstärkung. Scheiße, kommen die Notmods. Ey, ich bin eigentlich ziemlich am Arsch jetzt. Nee, warte noch mal ein bisschen kurz. Komm jetzt. Alles drauf. Ach du Scheiße. Rein! Rein da! Rein da! Nein! 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 Komm! Scheiße! Okay. Verloren. Gut, ich weiß auch, woran es lag, nämlich an den zwei Basistürmen, die ich nicht halten konnte. Gut, dann wiederhole ich halt. Schade. Vor allem jetzt den hier retten, bitteschön. So, und dann da drauf. Du stellst dich wieder hier hin. Dahin. Und einfach nur Infanteristen bauen. Jetzt geht's ums Ganze. Kommt alles drauf. Dann verkaufen wir direkt mal alles drei hier. Die stellen sich dahin. Also jetzt muss das klappen. Scheiße, der eine Basisturm ist schon wieder weg. Ey, die verarschen mich doch hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt wird es schon wieder so knapp, oder was? Oh, wieder diese Farbe. Nein, sie sind abgestürzt. Los. Also das ist jetzt wirklich scheiße, dass ich das nicht geschafft habe beim ersten Mal. Aber seht ihr, nur 10 Minuten, das dürfte kein Problem sein. Ich stelle jetzt den Basisturm hier ein bisschen zu, damit er länger überlebt. Was wirft der da eigentlich rum hier? Bin reparieren, reparieren. Ah, das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Drauf, alles drauf. Komm schon, Uhr vergeht. 8,5 Minuten noch. Da raucht was, aber das war ein Werwolf. Den kann ich nicht reparieren. Ich habe keine Werkstatt. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieser Teil war, wo es eine Werkstatt gibt. Doch, ich meine schon später. Oh shit, jetzt haben wir hier einen Durchgang. Hoffentlich nutzen die den nicht. Dann habe ich ein Problem. Ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam direkt hier hin mit ein paar. Damit ich die direkt bekämpfen kann. Vielleicht nur mit einem Werwolf, damit ich hier noch ein bisschen Durchschlagskraft habe. Boah. Bau doch! Warum vergesse ich das immer? Mann. Ich brauche noch eine Kaserne, Mann. Aber ich habe keinen Bauhof. Das ist nicht schön. Stell dich mal nicht den Soldaten in den Weg, bitte. Irgendwo hier kommt der gleich. Einheit bereit, das höre ich gern. Fertig ausgebildet und kampfbereit. Was ist das eigentlich? Kläranlage, kann ich die einnehmen, Ingenieur? Ja, was soll die mitbringen? Können sie aufs Klo gehen? Die können auch eine Büsche pinkeln. Also, so sollen sie sich mal nicht rummachen. Oh! Scheiß Blitz. Oh, jetzt geht's los. War das schon weibliche Intuition von Eva, dass sie wusste, dass die Leute jetzt kommen hier? Das scheint fast so. So, jetzt kommen sie gleich hier noch. Ich hab's gewusst. Aber das hier ist kein Problem. Gerade mit drei Infanteristen. Ich hab 5 und ich wette, ich verliere trotzdem. Wo ist mein Werwolf? Ich habe ihn getötet.
Diese Schweine. Reparieren. Oh, ich glaube, ich brauche langsam auch unten ein bisschen Verstärkung. Ist irgendwie anders als beim letzten Mal. Die greifen doch sehr stark hier unten an. Oh, sie schaffen es. Zwar sehr demoliert, aber sie schaffen es. Jetzt da drauf. Nicht überfahren, bitte. Nicht überfahren. Was war das? Kommt jetzt noch ein Wasserangriff. Das wäre ja nicht sehr nett. Ja komm, ich will ja... Ich habe keinen Werwolf mehr hier unten. Ich habe nur noch den einen da oben. Was tun die mir an? Das kann ich echt nicht leiden. Das könnte wieder so eine enge Kiste werden. Mann! Oh, noch 4,5. Ich greife auf keinen Fall an, so blöd bin ich nicht. Auch wenn ich den hier gerne hätte, der gibt nämlich ein bisschen Geld, aber ich habe hier noch ein bisschen. Na gut, 2 Einheiten reicht noch. Oder sogar mehr, 120 kostet nur. Ich hatte irgendwie 300 im Kopf. Oh. Nur noch 4 Minuten. Ich gucke jetzt nur noch auf die Uhr. Ach was. Angriff. Auf sie. Meine Einheiten brennen. Oh nein. Boah, wenn der mal runterkäme, hätte ich ein bisschen Geld wieder. Ey, was macht denn der da? Scheiße, jetzt kommen noch welche. Ah, jetzt kommt der. Vielleicht habe ich wieder Geld. Ich habe es diesmal schneller ausgegeben als beim ersten Mal. Da war der nämlich schon da, als es mir ausging. Ich glaube, ich sollte nicht so weit vorstoßen. Aber das ist so ein Reflex als eingefleischter Command & Conquer-Spieler. Sehr schön. Komm wieder zurück. Geht einfach zurück. Hier unten läuft alles gut. Mein Basisturm verrichtet gute Dienste. Ich bin gespannt, ob das passiert jetzt nach 2 Minuten. Ähnlich gut sah es doch beim letzten Mal auch aus. Allerdings ist mein Basisturm nach hinten gegangen. Mein letzter. Mein letzter hier oben. Jetzt unten habe ich noch 2, die brauche ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Oh shit. Shit. Oh. Komm ein bisschen runter. Der lässt sich hier Zeit. Macht ein Mittagspäuschen. Dann lassen wir ihn doch. Noch einen Werwolf habe ich. Komm, stell dich mal da rein. Direkt vor den Turm. Bestens geschützt nun. So, wie sieht es da aus? Ich habe noch keinen Ingenieur gebraucht. Aber ich glaube, ich schicke einfach mal einen rein. Einfach weil ich es kann. Und weil ich die sonst eh nicht brauche. Wo geht er direkt rein? Muss jetzt hier rumlaufen, hätte ich gleich alle 3 hinstellen können. Von oben. Gut. Hier geht er rein. Dann stell du dich mal dahin. Und UFO ist wieder ganz. Wow. Help me. Man hat die auch nie verbündet, die einem irgendwie helfen. Man muss alles alleine schaffen, bis die Verstärkung kommt in den eigenen Reihen. Oh shit, jetzt kommen sie wieder vor der Karacho. Nicht auf das Auto, das Pferd ist nicht um. Das haben wir eben schon gesehen. Das war überhaupt nicht nett. Bau doch weiter, Mensch. Da kommt die Verstärkung. Sehr schön, dann kann der gleich dieses Viech hier kaputt machen. Diese Feuerzunge oder wie die heißt. Shit, die kommt direkt auf mich zu. Nein, jetzt geht's schon wieder los. No. Komm, geht mal da drauf. Bevor es euch alle platt macht. Ich gehe jetzt direkt mal hier rein. Damit es auch reicht. Oh, das sieht mir so übel düster aus hier.
Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Also dazu fehlen jetzt die Worte. Ich würde sagen, auf zu Versuch Nummer 3. Man hat ja sonst viel zu tun an einem Donnerstagmorgen um wie viel Uhr ist es? 6:30. Klar, mache ich doch. Wow, wie schlecht kann man sein? Das ist der Schwierigkeitsgrad schwer. Wie gesagt, habe ich noch nie gespielt vorher. Und das muss ich diesmal retten. Komm, alles vor. Ich will diesen Basisturm retten. No, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Es ist sehr schade. So, ich habe hier wieder 10 Minuten gleich. Noch nicht, aber gleich. Das wird eine lange Mission. Hätte nicht sein gemusst, aber geht nicht anders. Ja komm, bringt euch Sicherheit. Och, ist das blöd. Ich bin so schlecht, das ist unglaublich. Ja, ja, jetzt kennen wir langsam die Bewegungsmuster des Gegners, also sollten wir uns doch besser darauf vorbereiten können. Sollte man zumindest meinen. Was macht denn der Depp da? Also geht's dir noch zu gut? Na gut, dann erkunde mal ein bisschen die Landschaft. Wahre Spaziergang. Und tschüss. Idiot, jetzt kommt der schon, oder was? Wäre gar nicht so schlecht wegen Geld. Jetzt läuft es alles ein bisschen anders wegen dem Depp. Der meinte, er braucht ein bisschen frische Luft. Kann das UFO... die UFO-Luft nicht vertragen. Na komm, alles drauf. Oh, ist das blöd. Ich war auch schon mal besser. Ich vermisse den Schwierigkeitsgrad leicht, definitiv. Das waren schöne Zeiten. Da konnte man sich zurücklehnen und zugucken, wie die eigenen Einheiten alles selbst gemacht haben. Oh, was macht ihr? Was soll denn der blöde Blitz da, hä? Ey, jetzt ist auch noch das Wetter gegen mich. Ist ja nicht sehr nett. Oh, oh, oh. Komm, darüber. Diesmal lasse ich meinen Werwurf, meine zwei Werwürfe hier oben, aber trotzdem sind sie fast am Ende. Wegen diesem scheiß Blitz eben. Keine Ahnung, was diese Wolke sich dabei gedacht hat. Die sollten reichen. Ja komm, hier noch ein paar raus. Ich hätte mal gucken sollen, bei welcher Minute die rauskommen, dann hätte ich mir das genauer hier überlegen können, wie ich das mache. Und hier habe ich noch zwei Werwürfe. Juhu. Der ist auch gleich tot. Oh, nicht schon wieder. Ach so, ich sag's immer vorher, ich weiß ja. Gut, bei 6:30 ungefähr kommen sie immer. Das weiß ich, wenn ich diese Mission jetzt wieder nicht schaffe, dann weiß ich das nächste Mal. Aber ich habe sowieso rechtzeitig eigentlich geschafft. Also macht das nichts. Die arme Kaserne, die muss überleben, definitiv. Sonst habe ich mal ganz schön gelost. Was macht ihr denn? Helft doch mal dem Basisturm. Und den da auch. Den da auch. Hilfe. Jetzt kommen die noch von unten so verstärkt. Wie soll ich denn da irgendwann mal diese Mission schaffen? Wenn sie mich nicht lassen. Uhuhuhu. Ach Mann, ist das blöd. Ja komm. Sterbt endlich. Boah, mein einer Werwurf ist weg, der andere auch gleich. Ich glaube, das wird wieder nichts.
Aber eins ist klar, das ist die letzte Aufnahme, die ich zeigen werde. Sonst grenzt es ja beinahe an Lächerlichkeit. Wow. Uäh. So ergeht es allen Feinden von Sam. So, was macht ihr noch hier unten? Ihr könnt längst hier hoch. Das war wohl der Fehler, deswegen sind die auch so minimiert hier. Weil die ganze Zeit keine Hilfe hatten von denen da. Ein bisschen zurück. Damit die Basistürme ein bisschen Arbeit haben. Und ein bisschen die anderen in der Deckung lassen. Nicht so, nein, nein. Okay, es dürfte reichen. Ja, ja, bleibt mal so. Warum nicht? Ist mein Oh, ich habe schon gedacht, ein Basturm wäre weg. Aber er lebt noch. Das noch. Und hier hoch. Das sieht gar nicht gut aus. Es kommt mir so vor, als wäre ich bei den letzten beiden Missionen zu dieser Zeit besser da gestanden. Aber definitiv. Boah. Kommt doch, geht erstmal auf die schwierigen hier. Und dann auf die leichten. Es wäre doch zumindest eine Überlegung wert, sich taktisch so auszurichten, wie es am klügsten wäre. Ich kann es so vergessen, ich bin so minimiert hier. Jetzt kommt es noch von oben. Ich bringe mich in Sicherheit. Einen hat verloren, einen hat verloren, ich weiß es langsam. Ich weiß es auch so, dass ich keine Chance mehr habe. Wisst ihr was, ich gehe jetzt mit denen hier hoch, ich habe jetzt keine Chance mehr. Ich muss alles auf eine Karte setzen. Boah, kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Und jetzt kommt irgendwie dieser Wagen schon mit dem Geld. Das ist alles dem Fußgänger seine Schuld hier vor ihm. Ich könnte ihn so auf den Mond schießen. Zu den Aliens, die denen dieses Wrack gehört. Oh Mann. Hey komm, ich geh jetzt ein bisschen zurück. Sonst verliere ich noch mehr Einheiten. Soll der Basisturm mal ein bisschen Arbeit machen. Dem geht's sowieso noch zu gut. Hihi. Ihr auch? Boah, das dauert so lange, war schwer. Kommt alles drauf. Genug gewartet. Angriff ist die beste Verteidigung. Jawohl. Scheiße, oder auch nicht. Oh, 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 oh. Das gehen die einfach durch. Geht doch auf den Basisturm los. Scheiße. Ja, okay, jetzt lohnt es eh nicht mehr. Komm. Geh rein. Ich glaube, ich kann es eh vergessen wieder. Kommt drauf. Ich kann es so vergessen. Ich kann es so vergessen. Ich kann es so vergessen. 10 Minuten sind um. Ich hab's geschafft. Denken wir jetzt einmal, ich hätte die Mission erfolgreich beendet und somit beende ich auch dieses Video. Also, macht es gut!